Guck mal, sie wecken die ganzen Einwohner von Sandy Shores auf. Sie müssen sie doch lieben. Sie wohnen doch in dieser Stadt. Wieso wollen sie ihre Nachbarn nerven hier mit der Sirene, die sie quasi indirekt verursachen? Das ist doch voll asozial von ihnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Alles bitte die FR. Mit den Alaska State Troopers und natürlich nicht den Alaska State Patrol. Das macht natürlich null Sinn, wie ich es in der letzten AST-Folge gesagt habe. Das habe ich mir im Nachhinein auch so gedacht, so okay, alles klar, ernsthaft. In dieser Folge fahren wir wieder in Alaska und zwar fahren wir raus aus der Stadt und rein ins Umland und da, what the fuck? Wieso rastet denn der Typ da vorne so aus, ey? Naja. Ja, wir fahren wieder ins Umland. Wieder mit ganz viel Schnee. Ja, richtig krass geht der Schnee hier ab. Mir gefällt's. Ich mag den Schnee. Der ist cool. Schnee ist cool. Oh Gott. Jailbreak. Na dann. Ich meine, dann fahren wir aber hier. Dann gehen wir hier hin. Oh, natürlich genau jetzt so ein Pfosten, weißt du? Das ist ja natürlich auch super. So. Und wir schalten uns jetzt mal dazu. Warte, ich repariere nochmal kurz. Weil es ist echt scheiße jetzt gerade gewesen. So, Jailbreak. Da flüchten welche aus dem Knast. Das heißt, wir müssen das Fahrzeug irgendwie anhalten. Was nicht mal so einfach ist. Oh Gott. Kollege. Ich finde das sehr unfreundlich von ihnen, dass sie hier flüchten. Und da steht auch noch Stay Back hinten drauf. Ja, das werde ich wohl leider nicht berücksichtigen können. Probieren wir nochmal zu drehen. Hä, ich habe mir noch nicht mal... Egal, ich reg mich darüber nicht auf. Ah, da kommt... Warte mal. Sie sind nicht beim AST. So. Ich musste mal kurz erschießen, weil das Motorrad ist natürlich nicht vom Alaska State Patrol. Wenn man das durch so ein Schneemobil ersetzen könnte, wäre das richtig geil. So, ich probiere mal zu dringen. Na, das funktioniert ja super, Leute. Guck mal, wie toll das funktioniert. Mann. Oh Gott, 1050. Ey. Lege. Aussteigen. Aussteigen. Raus aus dem Fahrzeug. Wir sind festgenommen. Lassen Sie das Messer fallen. Schon mal Code 2 Unit. Okay. Huch. Okay. Den nehmen wir mal mit, beziehungsweise lassen ihn mitnehmen. Wow. Hier ist ein Toter. Warte mal, das ist aber nicht gut. Das werden. Nein, 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 du machst nicht hinten die Tür auf. Nein, nein, nein. Du. Wow. Ne, ich hab nichts gesagt. So. Warte, wir müssen mal kurz das Auto hier rausfahren. So. Jetzt sitzt der bei mir. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Es rollt. Ich werfe mich davor. Oh, aua. Was? Was? Was war das denn jetzt? Ich dachte, der hält das Auto fest. So einigermaßen. Jetzt. Weißt du, ich dachte, durch den Körper blockiert das halt. So, ich meine, dass ich umgefallen wäre, war mir klar. Aber ich dachte, dass es halt blockiert und dann stehen bleibt. Habe ich wohl falsch gedacht. So. Nichts passiert. Warte mal kurz. So. Ich muss mal kurz beim Trooper. So. So ist viel besser. Und so ist es nochmal besser. So, wir fahren mal weiter. Ist nichts passiert. Ich bin gerade eventuell von meinem eigenen Fahrzeug überfahren worden. Aber sonst alles easy. Und wir fahren einfach mal weiter und gucken mal, wo man noch helfen kann. Beziehungsweise, warte mal, ich glaube, der Schnee ist gerade verbuggt. Danke. Ich glaube, der Schnee ist gerade verbuggt. Ja, genau. Jetzt nehme ich auch das Theme wieder richtig. Instant Exposure. Na dann.
Schön, dass Dispatch da nichts zu sagt. Dann fahren wir mal in Code 3. Code 3 ist cool. Ach du Scheiße. Bei dem Wetter... Kollege. Bei dem Wetter... Bei dem Wetter... Okay, wir talken mal. My friend thought this would be a funny joke. Das war's schon. No, they're on the red of the Mirage. Ja, wir bieten dir mal ein Haus nach Haus. Was Quatsch. Mirage at home an. Hör ich sie mal ein. Ich darf da nicht drauf zeigen, sonst kommt ein YouTube-Video. Ja. Ach, steigt sie vorne ein. Okay, dann steigen sie halt vorne ein. Ist mir egal. Dispatch hat was markiert und da fahren wir jetzt mal hin. Und bring die mal nach Hause. Ja, das sind den Sachen, ist immer schwierig. Ich hab ein bisschen Watch Dogs, auch ziemlich geil. Werden auch Leute gebannt, deswegen. In Watch Dogs 2 natürlich. Okay. Ganz böse. Körper sind böse. In der Internetwelt. So. Vielleicht ein bisschen gucken, dass wir hier nicht gleich irgendwie einen Unfall verursachen. Hier genauso. Der Zug ist noch weit weg, okay. Wo wohnten die? 7 Kilometer. Wo ist denn das? Ja, ja, sicherlich. Warte mal. 7 Kilometer, also sorry, aber ich kann die keine 7 Kilometer fahren. Fuck, warte mal. Nein, mach die Tür auf. Schnell weg. So. Ist vorbei, ne? Wir sind fertig. Ne, sorry, weil... Ja. Das war die Alarmanlage, die gerade angegangen ist. 7 Kilometer ist echt zu viel. Das sind wir ja den ganzen Tag beschäftigt, die ganze Folge. Das machen wir nicht. Ne, das muss ja nicht sein. Wir fahren mal wieder zurück. Und gucken mal, was wir sonst noch so haben. Also wir tun es mal so, als wenn wir die nach Hause gefahren hätten. Müssen die... Wahrscheinlich ist er weggerannt. Hätte ich halt genauso gemacht wie die, ne? Das ist ja total klar. Naja, okay. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Boah, das sieht so schön aus bei Nacht irgendwie. Ich habe gerade eventuell einen Hund überfahren. Oh. Ja, da ungefähr unterm Auto. Ja, genau. Mann. Gut, da haben wir noch was. Road Rage. Road Rage gibt es ja sonst nur in Russland, aber heute mal auch hier in Alaska. Da fahren wir mal mit Code 3 hin. Mit Code 3 hin. So. Oh Gott. Oh Gott. Genau, ramm mich am besten. Okay, warte, dann strahlen wir mal an mit unserem Sonnenlichtmacht-Ding. So, der Rote ist der Böse. Und die Gelben sind die Guten. Ja, diese Aussagen sind super. Kollege, fahren Sie mal rechts ran. 3, 2, okay. So. Herr Kollege, ja? Sie steigen jetzt mal aus. Alles klar. Alles klar, resisting arrest and pursuit. Handbremse. Wir brauchen einmal Backup in Sandy Shores. Das ist wichtig. Oh, er dreht, er dreht, er dreht. Oh, fuck, 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 fuck. Kollege. Primary. Ah, fuck. Bremse stehen. Guck mal, sie wecken die ganzen Einwohner von Sandy Shores auf. Sie müssen sie doch lieben. Sie wohnen doch in dieser Stadt. Wieso wollen sie ihre Nachbarn nerven hier mit der Sirene? Die sie quasi indirekt verursachen. Das ist doch voll asozial von ihnen. Vor allem fahren sie mit 120 durch ein Dorf mit Feldwegen. Bleiben sie stehen. Oh Gott. Was macht denn der da? Ich habe null Ahnung, wo es hier lang geht. Okay, pitten einmal. Pit not success. Na, wobei...
bit halb successful. Okay, hinter uns sind noch ein paar Units. Jetzt geht's aber auf dem richtigen Feldweg. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Der sieht es zum Glück auch an und fährt auch ein bisschen langsamer, was ich gut finde. Wir wollen ja heute keinen Unfall verursachen, ja? Das ist ja nicht in unserer Absicht. Jetzt können wir wieder schnell fahren. Weil jetzt fährt er. Oh, er fährt links. Ah, Mann, jetzt bleibt bitte stehen, Sie, kleiner Mongo. Sie sind böse, sie wecken alle ihre Nachbarn auf. Sie sind richtig asozial. Sie sind so richtig. Weißt du, sie sind der Typ, der immer nachts hier durch die Gegend fährt und Leute aufweckt. Wette, sie haben sich schon so einen Namen gemacht, den Sandy Shores. Wette ich mit. Aber jetzt bleiben sie stehen. Mann! Okay. Oh, oh, Schild. Ach du Scheiße. Okay. Aussteigen. Oh, fuck, ich bleibe hinter dem Auto als Deckung. Bleiben sie stehen. Als wenn der da nochmal vom Fleck kommt. Steigen sie aus. Aua. Danke. Aussteigen. Steigen sie aus. Die Fahrt ist vorbei, mein Freund. Hände nach oben. Sie sind richtig übel festgenommen. So, legen Sie sich mal ruhig in den Schnee. So. Okay, wir sind Code 4. Suspect in custody. Aber einen richtig krassen 1050 an dem Ortsschild hier. Oder an dem Schild hier nur. Sag mal Ortsschild. Nicht umfahren. For the week. Nee, ist nicht necessary. Wir bräuchten aber theoretisch jemanden Abschlepper. Da macht alles mit weiter. Okay, ist vollkommen normal. Alles easy. Müssen wir noch kurz reloaden. Wenn ich mich nicht verschreiben würde, würde das sogar funktionieren. So, jetzt. Da reloaden wir kurz. Dann ist alles easy. Nochmal noch Force Duty. Dass wir gleich wieder in Uniform dastehen. Und weiter geht's. So, wir holen einmal für den hier einen Abschlepper. Einen Abschlepper. Bob. Holen wir den, genau. So. Einmal Abschlepper holen für den vorher. Der ist ziemlich krass gedamaged. Dass der das überhaupt da lebend rausgeschafft hat, ist für mich ein Wunder. Wobei wir auch ziemlich was abbekommen haben. Hier vorne ist beschädigt, die Tür. Nee, die Tür lebt noch. Aber sonst, ja, dass wir das überlebt haben, so ohne weiteres, ist schon ein. Ja, jetzt müssen wir ein neues Auto spawnen. Warte mal. Nein, ich mache hier gar nichts. So. Wir fahren weiter. Das sieht voll schön aus hier. Ganzen Dörfer und so. Code 99, nee, das ist unrealistisch in Alaska. Da gibt es die nicht. Und im Umland sowieso nicht. So ein Police-Vehicle ist schon viel realistischer. So, wir müssen einmal drehen und. Wo ist denn das? Machen wir Fernlicht an. Oder Suchlicht. Okay. Suspect gefunden. Oh, Suspect hat 1050. Der fährt komischerweise in Code 2. Oder ich höre ihn einfach nicht. Also die Sirene höre ich zumindest nicht von dem. Oder? Ne, der hat keine an. Bleiben sie stehen. Jetzt kann ich sie endlich mal Kollegen nennen, denn sie bleiben jetzt mal stehen hier. Hit successful. Shingalo, genau. Oh Gott, wir werden gerammt, wir werden gerammt, wir brauchen Verstärkung. Fuck, wie dass ich da befreien konnte. Wir reparieren einmal ganz kurz. Oder nee, komm, das passt schon. Wir fahren mal ohne Sirene. Ganz einfach. Stehen bleiben. Ich habe eine Taschenlampe. Im Moment. Stehen bleiben. Kollege. Sie bleiben jetzt mal bitte stehen, ja. Was? Da. Wie
geil war das denn? Kollege, die sind aber sehr unfreundlich heute, ja? Das ist aber schon, warte mal. Das Licht stört mich. Wo sind der jetzt? Da. Haut dem einfach eine drüber. Einfach so, ohne irgendwas zu sagen. Einfach bam und tot ist er. Ja, so schnell kann man Leben beenden. War das hier unseres? Ich glaube schon. Ja, vielleicht auch einsteigen, nicht nur Tür aufmachen. Und dann dürfen wir auf jeden Fall einmal reparieren. Oh, und dann fahren wir auch noch. Ich habe hier null Orientierung, wegen dem Schnee zum einen und zum anderen wegen der Dunkelheit. Das ist richtig geil. Also finde ich es echt ziemlich geil, weil das halt irgendwie so wie eine neue Map rüberkommt, so ein bisschen. Also so ganz klein wenig. Aber die Map von GTA 5 kennt man halt schon in- und auswendig. Zumindest grob, also ich könnte jetzt nicht die ganzen Straßen einzeichnen. Vor allem nicht hier im Umland. Oh. Ja, okay, mal kurz, komm, das ist echt blöd. Organized Street Race, nee, komm. Das muss jetzt nicht sein. Oh, das auch nicht. Grand Theft Auto, das ist doch wieder was Schönes. Da fahren wir hin. In Code 3. Fahren wir rüber. Jetzt müssen wir wieder über die Straße hier, wo eventuell Unfälle entstehen, aber heute nicht. Okay. Zug kommt auch irgendwann, auf jeden Fall nicht jetzt. Wir müssen da mal. Alter, der ist voll schnell. Ah, den kriegen wir jetzt. Da vorne ist er, oder? Der da. Machen Suchlicht an. Oh, okay. Und einmal, zweimal Verstärkung. Einmal, zweimal ohne Verstärkung. Gucken wir mal, dass wir den kriegen. Fährt irgendwie ganz, eine ganz komische Route hier drüben, mal da, wo man irgendwie fast nie ist im Spiel. Ach du Scheiße. Ja, bei dem läuft's. Oh. Ja, das war fast geplant. Ach du Scheiße. Auffahrunfall. Bleiben Sie noch mal stehen. Oh. Bleiben Sie stehen. Okay. Aussteigen. Wollen Sie weiterfahren? Ich habe noch. Wir haben noch drei Reifen. Wollen Sie aussteigen? Haben wir noch zwei Reifen? Aussteigen. Da. Hände nach oben. Beifahrer auch. Alle die Hände nach oben. Aussteigen. Okay. Gehen Sie auf den Boden. Halten Sie die Fresse. So. Sie sind festgenommen, weil sie flüchten. Ah. So, versuchen wir mal ein Brilliant Transport. Weißt du, einfach mal betrunken aufnehmen ist auch super. So, der ist Mitglied von den Lost. Das ist ja schon mal, werde ich mir direkt aufschreiben. Oh Gott. Okay, wir nehmen einmal mit. Karre. So. Kommt noch schon der Abschlepper. Oh, einfach mal betrunken. Eine Folge natürlich auch mal witzig, aber nein. Auf das Niveau begeben wir uns noch nicht. Weiß nicht, vielleicht kommt sie irgendwann mal. Was ich nötig habe. Ja, aber noch nicht. Gut Leute, ich würde sagen, mit diesem unglaublich interessanten Gesprächsthema verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge Alles BFA. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss. Genau.